Altstadt. War ich in der Altstadt? Achso, die Altstadt ist Sitte. Ah, hier muss ich noch hin. Ach, oh, mir wäre es eher... Haben Sie schon mal etwas vom Anklopfen gehört? Natürlich. Aber das neue Album ist mir zu kommerziell. Was haben Sie überhaupt hier verloren? Haben Sie sich wenigstens die Schuhe abgewischt? Das letzte Mal zu meinem 8. Geburtstag. Damals hat mich mein... Mein Dad? Rufus? Dad, du bist Captain Seagull. Ich... What? Die Schuhe, Rufus. Oh. Entschuldigung, Sir. Wow, Dad. Das ist echt voll die geile Hammer-Location. Und ein Fußabtreter aus echtem Wombat. Respekt. Fußabtreter? Ja. Er hing gleich neben der Tür. Das war mein Sonntagsmantel. Oh, hör mal, Rufus, ich hab zu tun. Sag mir einfach, was dich hertreibt, und dann geh wieder spielen, okay? Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ja, aber natürlich freue ich mich. Ich hab nur gerade viel zu tun. Wenn du artig bist und deinen alten Mann seine Arbeit machen lässt, dann können wir ja später noch Möwen füttern. Ist doch eine völlig andere Richtung plötzlich. Na, hör mal. Ich habe wichtige Sachen zu erledigen. Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich... In keinster Weise habe ich doch meinen Vater gesucht. Was für eine Wendung. Ja. Das sagst du immer. Ich dachte, du seist auf Elysium. Ich dachte, du seist auf Elysium. Elysium? Ja. Elysium halt. Du hast mich verlassen, um nach Elysium zu gehen. Daran wirst du dich doch wohl noch erinnern. Ach so, ja. Ja, und wie ich mich erinnere. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Wo doch jeder weiß, dass es unmöglich ist, von Deponia zu entkommen. Ich war schon ein verrückter Hund damals. Ich wollte nach den Sternen greifen. Heute weiß ich, dass es sich nicht lohnt, irgendwelchen Verrücktheiten hinterherzujagen. Wenn du erst einmal so alt bist wie dein Vater... Wirst du das sicher auch verstehen? Ja, hast du schon richtig verstanden. Voll knicken. Ich werde niemals so alt werden wie du, Versager. Jetzt gerade Versager ist er. Du hast deinen Namen geändert? Es hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Erzähl bitte trotzdem nicht überall rum, dass du mein Sohn bist. Okay? Okay. Wie redest du denn mit mir? Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin kein Kind mehr. Ach, du bist jetzt erwachsen. Ja, so richtig mit Haus und geregeltem Einkommen? Also nicht. Ich bin Bastler. Ich hatte sogar eine richtige Werkstatt in Kuwak. Du meinst doch nicht etwa die Spielzeugwerkbank, die ich dir als Kind geschenkt habe? Ich bin immer noch erwachsener als wie du. So, Als wie du. Und damit hat er die ganze Sache schon... Bock ihr habt. Willst du denn gar nicht wissen, was ich in der ganzen Zeit so alles erlebt habe? Hast du etwa schon wieder irgendwelches Chaos angerichtet? Was ist es denn diesmal? Hast du etwas in Brand gesteckt? Irgendwas gestohlen? Fremdes Eigentum zerstört? Ach, kein Fall. Das muss man im Kontext sehen. Im Kontext muss man das sehen. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Und was treibst du dann hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt? Der Organon ist weit weg. Und wenn hier irgendetwas explodiert, dann wahrscheinlich deinetwegen. Du verstehst das nicht. Ach nein. Wann hat der Organon denn bitteschön jemals etwas in die Luft gesprengt? Ja, bis jetzt vielleicht noch nicht, aber... Und wie viele Explosionen hast du diesen Monat schon verursacht? So still plötzlich. Ich zähle noch. Oh. Ich muss mich um meine elysianische Freundin kümmern. Natürlich musst du das. Wie hieß sie gleich? Babsi Boo? Nicht Babsi Boo. Eine echte Elysianerin. Ihr Name ist Goal. Moment mal. Ist das dein Ernst? Erstaunst du, was? Du lernst eine Elysianerin kennen und bringst sie hierher? Hab ich dir denn gar nichts beigebracht? Nein, du warst super. Du hast sie doch nicht etwa allein gelassen. Oder? Keine Panik. Sie ist gut aufgehoben. Sie sitzt unten in Gullivers Hafenspelunke. Okay. Ich habe scheinbar versäumt,
dir ein paar wichtige Sachen beizubringen. Och, Dad, muss das sein? Ich weiß Bescheid über die Bienen und die Blumen. Naja, ich habe ein paar Defizite bei dieser die ganzen und Pollensache. Die Aber im Wabenbauen bin ich ein echter Pro, wenn du weißt, was ich meine. Zum Glück nicht. Aber das war eh nicht das Thema. Worauf ich hinaus wollte, war, dass du offenbar nie gelernt hast, wie man eine Lady behandelt. Hast du sie denn schon zum Essen eingeladen? Es gab da eine Schale mit Erdnüssen. Ich meine ein Date, Rufus. Ein romantisches Date. Das einzige Restaurant, das in Frage käme, wäre Chez Schlumpy. Da gibt es zumindest einen exklusiven Ausblick. Leider stehen da nur Schnabeltiergerichte auf der Karte. Was Chez ist denn Schlumpy? So verkehrt an Schnabeltier? Es ist ordinär. Es lebt im Treibgut und ernährt sich von Essensresten. Es könnte das Wappentier von Deponia sein. Nein, Schnabeltiergerichte würden sie nur daran erinnern, dass sie sich in der Provinz befindet. Du musst dafür sorgen, dass Schnabeltiere ganz von Schlumpis Karte verschwinden. Schaffst du das? Ein Klacks für einen Romantiker wie mich. Wenn du soweit bist, kannst du auf meinen Namen einen Tisch reservieren. Aber erst dann, verstehst du? Aha. 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 Ich hab dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je, Rufus. Was hast du denn noch alles ausgefressen? Ich stehe kurz davor, nach Elysium zu gehen. Nee, nicht so, das war... Aha! Ich meine es ernst. Ich gehe nach Elysium. Ach, komm schon, Rufus. Es ist ja rührend, dass du in meine Fußstapfen treten willst. Aber musst du dabei wirklich jeden einzelnen Scheißhaufen mitnehmen? Nicht jeden. Ich würde zum Beispiel niemals meinen 8-jährigen Sohn zurücklassen. Ach, du würdest ihn mitnehmen? Das würde ich. Wenn er nach dir schlägt, hoffe ich, du hast Schaufel und Beutelchen dabei. Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. Und sind immer noch... Was genau arbeitest du denn da? Ich muss Anweisungen an meine Bediensteten schreiben. Und das soll wichtiger sein, als sich mit seinem Sohn zu unterhalten. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Ach, und jetzt kommt es plötzlich auf jede Sekunde an? Ich trage Verantwortung für dieses Haus und seine Bediensteten. Ich habe auch verantwortungsvolle Dinge zu tun. Ihr seid so kreativ gerade. Echt so kreativ. Warum lungerst du dann hier noch rum? Muss ich denn immer noch hinter dir stehen, damit du deine Aufgaben erfüllst? Wegen des Dates. Nun druckst nicht so herum und mach dich gerade, Junge. Was willst du wissen? Was muss ich gleich tun, damit du mich einen Tisch reservieren lässt? Die Schnabeltiergerichte müssen von der Karte. Wie du das anstellst, ist mir egal. Deal. Versprich mir nur, dass niemand dabei zu schaden. Zu spät. Ich habe bereits Deal gesagt. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Ach, guck mal, Frau Namenlos kommt jetzt so richtig um eine Ecke. Die, war? Also. Geheimtüren in Bücherregalen, Volume 1. Geheimtüren in Bücherregalen, Volume 2. Puh, diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter Gentleman lese ich viel. Als echter Blablabla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun. Ich brauche Kerzen. So. Hier, Rufus. Sei so gut und bring dieses Memo zum Bedienstetenbriefkasten. Für wen hält der sich? Für mein... Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Hä? Und deswegen nehme ich es jetzt mit, oder was? Goldfischglas? Finger weg von den Zierfischen! Ich wollte sie nur mal streicheln. Ich sagte nein. Ach, Menno. Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Und lol. Ich brauche Brotkrummen. So. Jetzt nimmt der wieder den...
Lass mich raten, ich stecke jetzt jede Menge Zettel ein, was zum Schluss, was ich zum Schluss mache, ja? Naja, erstmal mit dem, was man hat, hat man. Ja, ist schon Klärchen. Hm, das hier springt ins Auge. Geheimtüren in Bücherregalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Gibt's das Buch hier? Hier! Ach so, und Papi sitzt daneben, oder was? Staubsauger. Pack mal ein. Flusensieb. Was ist das? Doch nicht etwa ein Flusensieb. Ach so. Was ist das überhaupt für ein Apparat? Das ziehen wir erstmal raus, würde ich sagen, oder? Keine Ahnung, was man da jetzt macht. Einfach raus, erstmal rausziehen. Muss ja einen Grund haben, warum ich es rausziehen kann, oder? Hier ist eine Antenne drauf. Kann ich da noch eine andere Antenne? Kann ich hier hochklettern? Ausgucken. Was haben wir hier noch? Blumen. Von wegen Luxusvilla. Hier wuchert ja bereits das Unkraut. Das sind Blumen, Rufus. Die lasse ich mir als Schmuck aus dem Garten bringen. Dieses hässliche Gemüse? Sie könnten tatsächlich mal wieder etwas Wasser vertragen. Ich brauche Wasser für die Blumen. So. Dankeschön, Papi. Ich freue mich jetzt schon auf das Rätsel, ganz ehrlich. Eine Windhose, alles klar. Ich bräuchte mal eine... Ich würde locker rankommen. Aber solange sie mir nicht wenigstens ein bisschen entgegenkommt, sehe ich das gar nicht ein. Also ich würde eine Teleskopstange mit Ente nehmen. Also, bloß mal so als Erwähnung. Willkommen beim Flaggomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Für Halbmast menschliche Asche einfüllen. Der Flaggomat reagiert nur auf menschliche Asche. Praktisch. Achso, jetzt brauche ich menschliche Asche um die Hose. Wozu brauche ich diese Hose? Wozu brauche ich diese gestreifte Hose? Da wird schon einen Grund haben, oder? Alternativ auch eine Teleskopstange mit Schnabeltier. Ja! Ja! Nimm ich auch! Einfach mal so. So. Okay, wir haben jede Menge erreicht. Oder erreicht, wie auch immer. Was mit Oppern los hier draußen? Der ist maulig oder was? Wollen wir mal gucken? Freunde? Nicht. Verdammt. Jetzt bin ich doch glatt wieder ohnmächtig geworden. Ich habe nicht mal mehr seine Antwort mitbekommen. Er hat uns gesagt, glaube ich. Okay. Wir müssen versuchen, dass hier von der Speisekarte das alt runterkommt. Ein nobler Tierschutzaktivist wie ich hält sich nicht mit Symptomen auf. Er packt das Unrecht an der Wurzel. Und wenn das schief geht, kann er immer noch alle Schnabeltierbrutstätten der Umgebung in die Luft sprengen.
Okay. Willkommen nochmal. Was sind das für Grußkarten? Das ist Poesie. Schnabeltier-Poesie. Aha. Also, wenn du mal Zeit hast, musst du mir unbedingt mal was von deiner Dichtkunst vortragen. Na, dann schnall dich mal an. Hier kommt jetzt der Klassiker. Ich bin hier. Du bist hier. Schnabeltier. Wow, ich fühle mich auf einmal so... Erleuchtet? Rein? Bewegt? Krank. Also das war der beste von allen. Also die vier Grußkarten waren ja schon krass. Aber der war jetzt, der war formidable. Wie kann ich gleich Mitglied im Schnabeltierclub werden? Ganz einfach. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Was mal wieder beweist, dass Glück ein sehr subjektiver Begriff ist. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Okay. Also wir brauchen eine Kerze, wir brauchen Brot, wir brauchen Wasser. Ich brauche Brot. Ich brauche Brot. Ein Handstaubsauger. Wo krieg ich jetzt bitte menschliche Asche her? Speisekarte. Einen Augenblick bitte. Was kann ich denn für Sie tun? Ach so, okay. Ich erstmal gar nichts. Wie Sie wünschen. Ich habe alles versucht, oh Namenloser. Er wollte sich einfach nicht auf die Falltür stellen. Jetzt wissen wir, wer da im Keller sitzt. Jetzt wissen wir. Ein guter Service. Ah, sehr schön. Hier gibt es scheinbar nur Gerichte, die aus Schnabeltieren zubereitet sind. Das wird Lady Goal gar nicht gefallen. Alt-Dude. Ich schneide den nachher. So. Also irgendwas ist hier mit diesen Löchern, glaube ich, noch. Und dem Ei. Die Erde haben wir jetzt schon rausgenommen. So, wo soll ich jetzt Brotkrümel herbekommen? Staubsauger. Wasser. Ich muss ja das Wasser auch irgendwie... Solltet jetzt in den... Ich nehme das jetzt hier einfach mit. Hier muss ja irgendwo der Bedienstetenbriefkasten sein. Wo ist denn der Bedienstetenbriefkasten? Ach, hier, Vogelhaus, oder? Aus sowas kann man keine funktionierende Vogelfalle bauen. Habe ich alles schon hinter mir. Achso, ich dachte, das ist gleich der Bedienstetenbriefkasten. Wo ist denn der Bedienstetenbriefkasten? Ihr tippt ja keinen Bedienstetenbriefkasten, oder? Ich bin der Knaller, der das wieder machen darf, oder? Was ist denn hier unten nun noch? Was ist denn da jetzt wieder noch? Och Mann, ey.
Was ist denn das nur wieder für ein Horst? Ist total toll, dass hier ein Herd aufgemalt ist mit einer Flamme und da kommt das Rohr. Das Brot. Hey, Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Wir haben hier Wasser, wir haben hier Brot und wir brauchen... Hier haben wir unsere menschliche Asche drin wahrscheinlich. Und Kerzen. Und Kerze haben wir hier auch noch. Also müssen wir den irgendwie loswerden. Faden. Hey, wenn du jemanden nicht habe, ausschließt. Aha. Ein Handstaubsauger. Hat er vielleicht den Handstaubsauger gebraucht? Seine Wohnung ist so spartanisch, da liegt nicht mal Dreck rum. Klopf, klopf. Hm, was bist du denn für einer? Das sieht eher aus wie sein Vater, aber ist okay. Man nennt mich Rufus. Ich heiße Crane, aber alle hier nennen mich nur den Dichter. Wer nennt dich so? Ich höre das zum ersten Mal. Wahrscheinlich verkehrst du in den falschen Kreisen. Wenn du damit die Kreise außerhalb deines Egos meinst, dann ja. Die meine ich. Oh. Deine Wohnung kommt mir sehr spartanisch vor. Ich habe alles, was ich brauche. Außer einem Innenausstatter. Kennst du Captain Seagull? Du meinst den Idioten, der in der Villa über mir wohnt? Hör auf mit dem. Pass auf, was du sagst. Seagull ist mein Vater. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber du musst zugeben, dass Captain Seagull ein lässiger Lebensstil hat. Aber du musst schon zugeben, dass Captain Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Alles materieller Schnickschnack. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Das ist, was ich gerade so ein bisschen lustig finde, aber jetzt auch auf meinem Monitor, dass Rufus so leicht unscharf ist vom Bild her und Crane total scharf gezeichnet ist. Also das fällt mir jetzt hier auf. Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Captain Seagull braucht? So ist es. Hm. Na dann mal ran damit. Kann ich mir ein paar von deinen Sachen ausborgen? Nein. Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Na gut, du hast aber eben gesagt, du brauchst alle das nicht, was Seagull braucht. Also könnte ich ja deine Wohnung leerräumen, oder? Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Oh. Okay. Der Organon plant, Deponia zu sprengen. Ha! Typisch! Die da oben machen doch, was sie wollen. Hast du mir zugehört? Sie wollen Deponia sprengen. Niemand wird das überleben. Willst du nicht irgendwas dagegen unternehmen? Aber doch! Ich werde ein zynisches Gedicht schreiben. Ich nenne es, sie halten sich für etwas Besseres. Und dieses Gedicht soll dann die Massen zum Widerstand aufwiegeln? Ja. Aber nicht doch. Die Massen sind viel zu blöd für meine intellektuellen Höhenflüge. Boah. Also den... Jo. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Hey! Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Er hat doch eben gesagt, dass er das, was Seagull braucht, selbst nicht braucht. Und ich brauche jetzt diese Sachen. Hey, das ist die... Ich dachte, du hast hier nur das Nötigste. Und das erscheint nicht unbedingt lebend... Ich sag... Warte mal, ich muss mal nochmal kurz den Text jetzt... Warum sagen das immer... Hey, Finger weg! Das ist die Asche meiner armen Mutter. Ich dachte, du hast hier nur das Nötigste. Und das erscheint nicht unbedingt lebensnotwendig. Ich sagte, Finger weg! Warum sagen das immer alle?
Er ist wahrscheinlich notwendig, Rufus, dass du deine Finger wegnimmst. Unfassbar.